Das ist ja hübsch hier. So eine Art kleiner Garten oder so. Deshalb der eine Auftrag, den wir bekommen haben, wo wir ein paar Zutaten zusammensuchen sollen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das etwas dauern wird, bis wir den mal gemeistert haben. Ich schaue mich ja immer wieder gerne um, deshalb brauche ich mal zwischendurch mal meine Phasen hier, wie jetzt gerade, dass ich einfach mal ein bisschen mich umhöre. Da ist das Konsulat. Also wo gerade der Feind wahrscheinlich hockt. Wahrscheinlich können wir gerade in dem Moment durch die Fenster durchwinken. Und die würden uns sehen und würden dann direkt sagen, wachen! Und wir wären... Die Story war relativ schnell vorbei. Gehen wir mal rüber. Aber auch ein schöner Soundtrack. Wie gesagt, also mir gefällt das prinzipiell alles sehr, sehr gut. Ja, echt in aller Früh sind wir ja gerade hier. Ne? Das ist mir gerade erst aufgefallen, dass es von der Spielzeit her das ist jetzt gerade 6 Uhr, knapp 7 Uhr morgens ist. Da waren wir noch nicht. Oh, das war. Okay. Da vergeht so etwas Zeit, ne, wenn wir mal am Tauchen sind. Vergeht zwischendurch mal ganz schön viel Zeit, wie es aussieht. Oh, da vergehen 5 Stunden circa, okay. Sie haben auch ihre Tag-Nacht-Version, wie es aussieht, vom Soundtrack her. Ah, okay, da sind wir wieder hier. Also nicht so interessant jetzt, hier uns hier oben umzuhören und zu schauen. Sprechen wir mal mit der guten Frau da vorne. Okay, also die weiß an der Stelle wirklich gar nichts. Jetzt interessiert sie auch anscheinend überhaupt nicht. Also bleibt auf seiner Quare hängen und ja, so ist das halt mit Händlern. Bei uns auch in unserer Gesellschaft zurzeit nicht anders. Was für ein Riesenschiff. Meine Güte. Ich frage mich, ob die Personen hier jemals einen direkten Kontakt mit dem Titan hatten, also gesprochen haben mit dem, so wie Rex und Opa, also ach so da, wie sie das gemacht haben. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die meisten leben einfach nur passiv auf dem Ding und auf dem Titan und mehr ist da nicht.
Also hat er gerade uns bestätigt, dass Nia tatsächlich ein Mitglied von dieser Gruppe war. Also ja, Elemente spielen eine wichtige Rolle in dem Spiel. Auf jeden Fall sehr hübsch hier. Oh, da ist der Kapitän von Dings. Oh, der wird uns aber wiedererkennen, oder nicht? ja. Will ja nichts sagen, aber sie steht genau vor dir. So. Okay. Ehemaliger Meister oder immer noch Meister halt und... Oh, ein Wandbild. Ach so. Ah, das hat mit Talent zu tun. Okay, 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 okay. Das ist eine Bäckerei. Sonst nichts Interessantes hier an der Ecke, an der Stelle. Nein. Quatschen wir mal mit sie an. Ich weiß also auch nichts. Oh, da ist ein Gasthof, sehr schön. Da wollen wir ganz bestimmt nicht hin. Ja, jetzt werden wir, kriegen wir erklärt, dass wir eigentlich mehrere haben könnten. Ja, gute Frage. Er stellt ihre wichtigen Fragen hier. Okay. Und wie benutzt man den jetzt? Okay. Uff. What's going on? Okay. Ah, und das ist auch eine Klinge. Okay.
Okay, also es gibt tatsächlich einen Glückswert, mit dem wir quasi uns immer bessere Klingen beschwören können, resonieren können. Ah, okay. Also es gibt auch verschiedene Waffen für verschiedene Charaktere. Sprich, du, man ist nicht die ganze Zeit gebunden an dieses... ans Aegis, an das Schwert. Ja gut, die Kernsplitter haben wir ja schon mal benutzt gehabt. Okay. Das System kommt mir ähnlich vor wie aus Xenoblade 1. Ja, wo man hier... wo hat er all das Zeug versteckt, hä? Unglaublich. Ein Mann vieler Talente, oder ein, ja... kleiner Titan vieler Talente. So, Technikwut. Benötigte Materialien, okay. Ah, und dafür sind die Dinger dann da. Okay, das ist auch völlig egal, was wir nehmen an der Stelle. Hauptsache, wir sind von der Menge her genau richtig. Okay. Aha. Okay. Freut leuchtet mir ein. Gut, ich bring mir solche Geschichten lieber selber bei, als dass ich sie mir großartig erklären lasse. Aber auf jeden Fall hilfreich schon mal an der Stelle. So, jetzt gucken wir mal, dass wir auf jeden Fall die schon mal ausrüsten, die Klinge. So. Dann haben wir auch bei der andere Waffe, okay. Der hat wahrscheinlich auch einen eigenen Fähigkeitsbaum. Würde mich jetzt nicht wundern. Ah, ich benutze Fäustlinge stattdessen. Okay. Ah, Pira hat auch so etwas. Oh, okay, tatsächlich. So, dann muss ich wohl das eine noch veredeln an der Stelle. Jetzt mal gerade mal die Items, was ich so im Überschuss habe. Okay, also die Kerne finden wir auch so. Und rüsten die dann später einfach nur noch aus. Ah, die kann aber sogar zwei benutzen. Könnten ja gerade mal noch das Technikwut machen. Das Gute ist, ist relativ egal, was für Material ich dazu tatsächlich benutze. So, gucke ich aber später, dass wir mal von der neuen Klinge die Waffe verbessern. Da muss man, glaube ich, zu dem Kollegen hin. Jawohl. Verbessern wir mal den an der Stelle. Okay. Dann verschiedene Klingen haben wahrscheinlich auch verschiedene Elemente und das hilft uns jetzt wiederum gegen Gegner, gegen
die wir normalerweise nicht gut gewappnet wären. Verstehe. Okay, und ich wechsle dann eigentlich relativ einfach zwischen den Klingen hin und her. Ha. Okay, clever. So, dann befragen wir noch ein paar Leute. Was hat es eigentlich mit dem auf sich? Ha, was ist das überhaupt für einer? Da haben wir auch kein Wasser Begleiter bei uns. Jetzt haben wir einfach mal direkt gesagt, wir tun eine Herausforderung und fertig. Aber ich habe die Befürchtung, der ist stärker als wir. Okay, also mit unserer anderen Begleitung funktioniert das schon ein kleines Stückchen besser, auch wenn es trotzdem nicht ganz gereicht hat. Frag mich nur, was es bringt, die zu besiegen. Also irgendwelche anderen Meister herauszufordern. Naja, machen wir mal wieder unsere Hauptmission weiter. Okay. Der wird uns wahrscheinlich dann doch wertvolle Infos geben können, ja. Okay, müssen wir wohl kaufen an der Stelle. Okay, also wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo Nia überhaupt ist. Die soll sich nämlich auf diesem Titanenschiff befinden. Die einzigste Frage, die sich jetzt noch stellt, wie kommen wir da rein, ohne jetzt mega Aufsehen zu erregen und überhaupt viel Ärger auch für die Bevölkerung zu hinterlassen. Und vor allen Dingen erstmal die Frage, wie kommen wir überhaupt da rein? Jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Gasthaus, die ganzen Bonus-XP mal einstreichen, die wir im Laufe der Zeit mal bekommen haben. So. Und ja. Dann gehen wir wahrscheinlich wieder zurück zu dem Zuhause von dem kleinen Noppon und machen uns da einen Plan. Hätte ich jetzt mal so erwartet. Auf jeden Fall muss ich runter. Aber wird ganz bestimmt zum Zuhause gehen von dem kleinen Noppon. Zum Glück ja so eine Art Geheimort, wenn man so will. Oh, so. Ich finde eh so geil, dass es so eine kleine Zockmaschine da drin hat, so einen kleinen Spielautomaten. So. Dann heißt es wohl einen Plan schmieden, ha?
Hat sich sogar eine Skizze gemacht. Von dem Turm aus da springen. Pira hat sogar Verständnis für Strategie, ja? Im Vergleich zu Rex, Gott sei Dank. Wenigstens einer. Warum lacht du da so? Okay. Ach, sein Geheimräumchen. Okay. Ach so? トラは、ドライバーに憧れてたもん。でも、トラには、トラには、ドライバー適性がなかったんだもん。なんでそんなこと決めつけるんだよ。そんなのやってみなければ。やっちゃったのか。トラは1年前、ドライバースカウトに志願したんだもん。ダメじゃったのか。 Du Scheiße! 3 Tage lang. それだけじゃ済まないもん。鼻血だって出血多量で死ぬこともあるもん。聞いたことないな。ま、それは置いといても。置いとくのか。ていうかあっさりすぎるだろ。 Oh, okay, da hat sich also das Ziel gesetzt, trotzdem Meister zu werden. Mit seiner selbst konstruierten. Und sein Papa wird vermisst. Spenden. Ja, komm, er hat uns aus der Sache da rausgerettet. Komm. Also ich bin raus. Das stimmt schon. Na, muss man nicht machen. Damit! Sondern, okay,
Toll, jetzt helfen wir dem kleinen Tora seine Klinge zu vervollständigen. Puh, okay. Aha. Okay, also beim Krämerladen kriegen wir unsere Teile. Aber sind die wirklich so teuer? 60.000? Die sind doch nie und nimmer so teuer. Ich meine, wie lange erwartet man denn von dem Spieler, dass er da an der Stelle jetzt grindet für Geld? Da unten ist irgendwas los. Ah, das sind die Geschwister von dem einen Kerl, der ein Meister geworden ist bei der einen Zwischensequenz. Also verschiedene Waffen haben verschiedene Zwecke, wie es aussieht. Es ist natürlich gut, mal beim Krämerladen genau das richtige Zeug zu finden. Auf jeden Fall, das Soundtrack gefällt mir sehr gut. Und allgemein die Gegend und die Charaktere, also auch die verschiedenen Rassen und allgemein die Gegenden gefallen mir sehr, sehr gut. Ich fühle mich wieder ein bisschen zurückversetzt an Xenoblade 1. Einerseits auch wieder ein bisschen an X, weil an X ist ja nicht so lange her, seit das rausgekommen ist. Und vielleicht gerade mal 2 Jahre oder sowas. Aber ja, trotzdem schön, dass es jetzt Xenoblade 2 gibt. Da gibt es eine Quest zu erledigen, wie es aussieht. Gehen wir mal ganz kurz zu dem einen Kerl dahin, zum Bowery. Okay, also wieder so eine kleine schöne Nebenquest, bei der wir die verschiedenen Zutaten kaufen. Aber wenn wir jetzt nicht als aktive Mission schalten, wir müssen ja noch Geld ausgeben für die Teile im Krämerladen. Warum gibt er uns eigentlich als Händler einen Tipp, wie man selber an die Dinger kommen kann?
Ich meine, keine gute Idee für einen Händler. Aber gut. Zumindest das können wir anscheinend selber besorgen. Da bin ich halt sogar persönlich drauf angehalten, die Teile selber zu suchen an der Stelle. Jetzt habe ich ganz schön viel Zeit verstreichen lassen. Okay, und der hätte das andere Teil, wie es aussieht. Und dafür müssen wir uns wohl um eine Gruppe Monster kümmern oder irgendwie sowas in der Art. Okay. Und ich habe die Folge jetzt ganz schön lange gemacht. Die werde ich jetzt in zwei Teile schnibbeln, weil, das ist jetzt eine Stundenfolge. So, gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Und sehen uns beim nächsten Mal bei Xenoblade Chronicles 2 und uiuiui, so viele Läden, da sieht man ja gar nichts mehr von der Gegend. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir werden uns mit den Aufträgen beschäftigen, die wir ja angenommen haben, um unsere Teile zu bekommen. Und ja, dann anschließend geht's zur Rettungsaktion für unsere liebe Nia. Und dann, ja, erledigen vielleicht nur noch einige Aufträge für die Leute. Wird sich zeigen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.